Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Video von mir von Black Ops 2 auf der PlayStation 3. Und heute bin ich mitten in Afrika und heute habe ich auch ein schönes Thema für euch vorbereitet. Es geht nämlich um den Ahornente. Ahornente, das ist ein YouTuber mit knapp 13.000 Abonnenten und seine Abozahl steigt ja jedes Mal ein bisschen höher und höher. Warum? Weil er einfach erstmal gute Videos produziert, er natürlich in seinen Videos ist und man kann sich mit ihm einfach vergleichen. Er mit dem Bier in der Hand, habe ich schon mal ein Bild gesehen, so ein 2 Meter Bauarbeiter, macht die Videos, glaube ich, in einer Gartenhütte und da kannst du dich verstehen, der hat eine Arbeit, der ist ein Typ mitten im Leben, Mann, und der ist so richtig nice. Er fängt mit seinen Videos immer so an, in Farbe und Bunsch! Und das immer so auf Enttisch gestylt, also richtig nice. Also, ich kannte davor Ahornente eigentlich noch nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Es war so, ich habe mal Danny Burnage angeguckt, irgendwas mit Bizeps kam da, und da kam langsam dieses Wort Ahornente erstmal in der Community auf. Das Wort verbreitete sich extrem und inzwischen kennt eigentlich jeder schon Ahornente. Es war so, der hat ja ein Ansagevideo gemacht, ich habe das gesehen und habe das natürlich toll gefunden. Was er gesagt hat, war klug, aber es war natürlich mit einem Risiko verbunden, weil er natürlich dadurch Deabonnation bekommen hätte, oder hätte bekommen, weil natürlich schon viele, Danny Burnage gut finden. Und er hat einfach gesagt, Danny Burnage, was er falsch gemacht hat, und das auf so einer schönen und guten Art, wo ich wirklich meinen Hut darauf ziehen muss, weil Mobbing ist eine Sache, wo nicht mehr zu spaßen ist, auch nicht im Internet, auch nicht, wenn der Snickers Eis oder Danny Burnett oder Mars Eis heißt. Nein! Stalking oder Mobbing ist eine Sache, wo verhindert werden muss, weil jedes Mal, oder es gibt viele Menschen, die bringen sich dadurch um durch Mobbing. Das wird ja in den Medien eigentlich kaum gezeigt, dass dadurch, Leben zerstört werden, wenn jemand in die Schule geht und immer gemobbt wird durch sein Aussehen, weil er vielleicht jetzt nicht die beste Kleider am Start hat. Und das ist eine Sache. Zum Beispiel Danny Burnage. Er geht in die Lobby rein, trollt die erstmal voll und wir finden es alle nice. Der Mensch will sowas sehen. Es ist hart, es zu sagen, aber der Mensch will Leute sehen, wie sie fertig gemacht werden. Der will Teil dazu haben, es ist ein Teil der Menschlichkeit, aber die kann man natürlich auch ein bisschen reduzieren im Gehirn, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, was Danny Burnage eigentlich gemacht hat. Ich habe Danny Burnage auch schon angeguckt, ich fand es einfach lustig, wenn jemand in die Lobby geht und alle sagen, Danny Burnage, oh mein Gott, Danny Burnage, das wollen wir sehen, das ist menschlich, aber Mobbing, das müssen wir mal einen Strich machen und sagen, nein, Digga, so läuft's nicht, so läuft es einfach nicht, okay? Wir sind Menschen, wir haben Gefühle. Und wer weiß, was dieser Zocker vielleicht schon erlebt hat. Vielleicht hat der schon einen Vater oder eine Mutter verloren durch einen Autounfall. Und dann kommt so ein Troller und stellt mich dann auf YouTube und macht mich als den größten Deppen hin und macht sagt, dass ich schlecht bin. Ich werde mir jedes Mal dann vorhalten, ich bin schlecht, weil Danny Burnage und die anderen YouTuber, Abonnenten von Danny Burnage gesagt haben, dass ich schlecht bin. Und das kann dann natürlich dann auch im schlimmsten Fall, will jetzt wirklich nicht dran denken, zu Selbstmord führen. Ich will jetzt gar nicht wissen, ob sich jemand schon mal von Danny Burnage, der sich mal verarscht wurde, Selbstmord gemacht haben. Ich hoffe nicht. Aber möglich ist es. Ich will niemals so einer werden, der verarscht wurde von Danny Burnage. Weil, wenn die Psyche da nicht mitmacht, sehe ich da echt schwarze Karten, Digga. Und das muss einfach nicht sein. So, das ist meine Meinung. Ihr könnt das gerne teilen, wenn ihr wollt. Und ich weiß, es gucken viele Danny Burnage Fans zu. Ich wollte es euch nur mal sagen, wie die Lage ist an der Front. Und ich sage ciao, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Das nächste Video, das kommt, wenn ich dazu Lust habe.